Aus diesen 10 Zutaten machen wir 3 weihnachtliche Gin-Cocktails und die zeige ich dir jetzt im Video. Wir starten mit unserem Christmas Mule. Das ist so eine Abwandlung von einem Gin Mule, von einem Moskau Mule mit Ginger Beer. Dafür habe ich hier das passende Glas. Und in dem bereiten wir es auch zu. Das Schöne an so einem Moskau Mule, Gin Mule, wie auch immer, ist, du machst nichts dreckig außer dem Glas, in dem du es auch servierst. Wir brauchen erstmal unsere 15 ml Zuckersirup. Die geben wir hier in unser Gefäß. Und dazu kommt so ein halber Teelöffel, eine Messerspitze voll von unserem Lebkuchengewürz. Das verrühren wir und nach kurzem Umrühren haben wir einen Lebkuchensirup, denn Zuckersirup ist die Basis all dieser tollen Barsirups, die es zu kaufen gibt. Und wenn du nur einmal was sowas wie einen Lebkuchensirup brauchst, mach es einfach mit Lebkuchengewürz. So, außerdem brauchen wir 4 cl, also 40 ml Gin. Da nimmst du am besten einfach einen, der dir schmeckt. Jetzt füllen wir unser Glas hier, beziehungsweise unseren Becher hier, mit Eiswürfeln auf und gießen da unser Gingerbier auf. Gingerbier ist übrigens entgegen dessen, was der Name vermuten lässt, komplett alkoholfrei, wird allerdings gebraut, ist eine gebraute Limonade im Endeffekt. Was die Deko betrifft, halte ich es da immer gerne ganz einfach. Gerade zu Weihnachten finde ich so einen Rosmarinzweig immer wunderbar und ein paar frische Cranberries. Das macht wahnsinnig was her. Und das ist ja auch schon unser Christmas Mule. Ja, aber wenn ich jetzt alle probiere, dann machen wir hier ja einen auf den Number One. Na gut, let's go. Super lecker. Gingerbier hat so eine schöne Schärfe. Da passt natürlich das Lebkuchengewürz wahnsinnig gut dazu. Wir starten mit unserem Martini mit 4cl Gin und 4cl Cranberry Saft. Außerdem brauchen wir Zitronensaft, auch für unseren Gin Fizz. Dementsprechend lasse ich hier gleich ein paar mehr. Für den Cocktail brauchen wir tatsächlich nur 0,1, also 10 ml von unserem Zitronensaft. Dann kommen ein paar Eiswürfel mit in den Shaker. Und jetzt wird er so lange umgerührt, bis unser Becher außen schön beschlagen ist. Denn, das wissen wir alle spätestens seit James Bond, eigentlich wird ein Martini gerührt und nicht geschüttelt. Das Glas immer schön mit Eiswürfeln füllen, einfach um das Glas schön abzukühlen. Dann die Eiswürfel wieder ausleeren aus dem Glas, unseren Martini da einfüllen. Da ist halt die Farbe unendlich genial. Für die Deko habe ich hier ein paar Cranberries aufgespießt, die wir einfach hier oben drauf legen. Und außerdem brauchen wir noch eine Zitronenzeste. Das ist unser Cranberry Martini. Das passt einfach gut. Der ist so richtig schön sauer, weil wir einmal den Zitronensaft haben. Und dann natürlich hat der Cranberry Saft auch so eine Säure und so eine kleine herbe Note. Sieht wahnsinnig lecker aus und schmeckt mindestens genauso gut. Unser dritter Drink im Bunde ist ein Gin Fizz. Ist ein bisschen komplexer in der Herstellung bzw. Zubereitung, aber eigentlich gar nicht so sehr, denn ein Gin Fizz unterscheidet sich vom Gin Sour dahingehend, dass im Gin Fizz noch ein Eiweiß drin ist und man den so richtig schön aufshakt und dann so ein richtig toller Schaum entsteht. Genau das machen wir jetzt. In unser Shaker kommt wieder Eis. Dazu kommen 25 ml Zitronensaft. Außerdem brauchen wir 25 ml Zuckersirup. Außerdem brauchen wir 6 cl Gin. Ich bin ein bisschen verplant. Und jetzt kommen wir zu der Zutat, die dann dafür sorgt, dass da draußen auch ein Gin Fizz wird mit schön viel Schaum und dass es ein Eiweiß. Wichtig ist, wenn du ganze Eier nimmst und kein pasteurisiertes Eiweiß, dann ist es wichtig, dass die Eier ganz, ganz frisch sind. Ich habe meine heute aus dem Supermarkt, die sind erst ein paar Tage alt und hier geben wir jetzt das Eiweiß dazu. Eiweiß mit dazu. Nochmal schauen, dass auch schön viel Eis im Shaker ist. Und jetzt wird das geshakt. Wenn er dann eine Minute geshakt ist, geht es ab dafür ins vorbereitete Glas. Was wir jetzt übrigens hier gleich noch machen, ist auf unseren Schaum eine Prise Lebkuchengewürz streuen. Dann haben wir hier nämlich auch wieder unsere Weihnachtsthematik mit drin. Was ich als Deko für so einen Gin Fizz immer ganz besonders gern mag oder auch einen Whisky Fizz, sind Amarena-Kirschen. Die sind mega lecker, sehen außerdem irre gut aus in der Deko. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Und genau, halten sich außerdem im Kühlschrank ewig. Unsere Gin-Cocktails sind fertig. Ich finde es wieder mal total erstaunlich, was man aus 10 Zutaten nicht nur zu essen zaubern kann, sondern in dem Fall auch zu trinken. Ich finde, sie sehen wahnsinnig lecker aus. Ich habe ja auch alle bis auf den Gin Fizz hier schon probiert. Den werde ich mir jetzt dann schmecken lassen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Eindeutig mein Favorite.